Hallo und herzlich willkommen zum ersten Basic-Video des Videolernzyklus Wie löse ich Sachaufgaben? In diesem Video erarbeiten wir gemeinsam eine To-Do-Liste, die dir beim Lösen von Sachaufgaben helfen soll. Für dieses Video brauchst du eine Füllfeder oder einen Kugelschreiber, ein Lineal oder Geodreieck und Papier, damit du mitarbeiten kannst. Falls du etwas davon noch nicht bei dir hast, drücke auf Pause und hol es schnell. Außerdem hilft es dir, wenn du die vier Grundrechnungsarten schon gut kannst. Hier siehst du die To-Do-Liste, die aus 6 Schritten besteht. Diese wird uns gleich dabei helfen, eine Sachaufgabe zu lösen. Ich gebe dir kurz Zeit, damit du dir die Schritte anschauen kannst. Probieren wir diese 6 Schritte gleich bei diesem Beispiel aus. Puh, diese Aufgabe hat einen ziemlich langen Text. Aber das ist für uns kein Problem. Wir gehen an dieses Beispiel mit der To-Do-Liste Schritt für Schritt heran. Im ersten Schritt sollst du die Aufgabe sorgfältig lesen. Nimm dir dazu zum Beispiel einen Teddybär, indem du die Textaufgabe laut und langsam vorliest. Kontrolliere außerdem, ob dir jedes Wort aus dem Text bekannt ist. Nach dem sorgfältigen Lesen solltest du den Inhalt des Textes in eigenen Worten wiedergeben und erklären können. Drücke auf Pause und probiere es gleich aus. Im nächsten Schritt sollst du Wichtiges markieren. Überlege dir dafür, was gegeben ist und wonach gesucht wird. Es ist sehr wichtig, dass du die Aufgabe wirklich verstehst, sonst ist es schwierig, sie richtig zu lösen. Drücke auf Pause und mach dir Gedanken, was in diesem Beispiel markiert werden sollte. Der Laptop, den Katharina kaufen möchte, kostet 900 Euro. Das habe ich hier rosa markiert. Da sie dieses Geld aber nicht auf einmal zahlen kann, bekommt sie 2 verschiedene Angebote. Das erste Angebot habe ich gelb markiert. Hier müsste sie 6 Monate lang Raten zu je 175 Euro zahlen. Das zweite Angebot siehst du in blau. Hier betragen die 6 Monatsraten nur 150 Euro. Dafür muss sie einmalig 300 Euro anzahlen. Gesucht sind nun die Preise des Laptops bei beiden Angeboten, damit wir entscheiden können, welches Angebot für Katharina günstiger ist. Im dritten Schritt sollen wir eine Skizze machen. Dies ist bei Aufgaben aus der Geometrie besonders wichtig. Eine Skizze kann aber auch eine Zeichnung zu dem Text sein, die dir dabei hilft, den Inhalt noch besser zu verstehen. Schau dir meine Zeichnungen an. Hier siehst du beim ersten Angebot 6 Geldscheine als Symbol für die 6 Raten. Beim zweiten Angebot sind ebenfalls 6 kleinere Geldscheine für die Raten und zusätzlich ein größerer Geldschein für die Anzahlung zu sehen. Mit Hilfe dieser Bilder können wir gleich zum nächsten Schritt weitergehen. Nun müssen wir die Lösungsschritte notieren. Wir müssen also überlegen, welche Rechenschritte notwendig sind, um das Beispiel lösen zu können. Aber Achtung! Kommen in einem Beispiel unterschiedliche Einheiten vor, musst du dich vorher entscheiden, in welcher Einheit du rechnen möchtest und die Werte vorher umwandeln. In unserem Beispiel sind alle Zahlen in der Einheit Euro angegeben. Das heißt, es ist keine Umwandlung in eine andere Einheit mehr nötig. Schauen wir uns das erste Angebot an. Katharina muss 6 mal je 175 Euro zahlen. Daraus ergibt sich die Rechnung 6 mal 175. Welche Rechenschritte sind notwendig, um den Preis des Laptops beim zweiten Angebot zu ermitteln? Drücke auf Pause und notiere die Rechenschritte. Schon fertig?
Dann schauen wir uns das zweite Angebot gemeinsam an. Hier muss Katharina 6 Raten zu je 150 Euro bezahlen. Daraus ergibt sich die Rechnung 6 mal 150. Dazu kommen noch die 300 Euro Anzahlung. Diese müssen also zu dem Ergebnis dieser Multiplikation noch addiert werden. Da wir uns jetzt also die notwendigen Schritte überlegt haben, müssen wir diese nun auch noch ausrechnen. Drücke also auf Pause und löse die Rechnungen. Schauen wir uns die Lösungen wieder gemeinsam an. 6 mal 175 ergibt 1050. 6 mal 150 ergibt 900. Addieren wir 300, bekommen wir das Ergebnis 1200. Aber Achtung! Nach dem Berechnen der Lösung ist die Textaufgabe noch nicht fertig. Der fünfte Schritt heißt Ergebnis überprüfen. Wenn du das Ergebnis berechnet hast, solltest du dir noch folgende Frage stellen. Wofür steht der berechnete Wert und welche Einheit hat er? Ist das berechnete Ergebnis das, wonach in der Aufgabe gefragt wurde? Es ist außerdem sinnvoll, nach der Berechnung noch einmal einen Blick auf das Ergebnis zu werfen und zu überprüfen, ob es überhaupt realistisch ist. Welche Einheit haben die berechneten Werte in diesem Beispiel? Ja genau, Euro. Beim ersten Angebot muss Katharina 1050 Euro zahlen. Beim zweiten Angebot 1200 Euro. Weil 1050 Euro kleiner als 1200 Euro gilt, ist das Angebot 1 für Katharina günstiger. Im sechsten und letzten Schritt schreiben wir noch eine Antwort, um die Aufgabe gänzlich abzuschließen. Die Frage in der Textaufgabe lautet: Für welches Angebot soll sich Katharina entscheiden? Drücke auf Pause und schreibe einen Antwortsatz auf diese Frage. Eine mögliche Antwort wäre: Katharina sollte sich für Angebot 1 entscheiden, weil dieses günstiger ist. Wir haben nun alle Schritte der To-Do-Liste erledigt und die Sachaufgabe vollständig gelöst. Somit sind wir am Ende des Videos angelangt. Danke, dass du so toll mitgearbeitet hast. Ich würde mich freuen, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Dort werden wir uns noch ein Beispiel anschauen, um die Verwendung der To-Do-Liste weiter zu üben. Bis bald! Tschüss!